Hallo und herzlich willkommen zu Splatoon Online. Bald, wenn du wieder ins Blizzard-Shot. Das letzte Splatfest. Und was wird es sein? Und da ist das Thema für das Splatfest. Lass hören, lass hören! Na gut, ich werde nun das Thema verkünden. Der neue Thema des Splatfests ist... Trommelwirbel! Ich kämpfe für Aioli! Das ultimative beste Team aller Zeiten überhaupt. Die Stunde der Wahrheit. Mal ehrlich, da gibt's nur eine richtige Wahl. Unbeschwert heiter, das bin ich, Aioli. Bitte lasst mich nicht zu, dass ihr Ego weiter ausfüllt. Lasten gefasst und gewitzt. Wählt Limone. Jetzt ist es also soweit. Team Aioli wird bei diesem Splatfest übelst abfeiern. Übelst abfeiern, da wird ein Jahr echt übel. Die besten Medizin für Team Limone stimmen. Stimme einzusagen ist nur das halbe Kloppen. Die andere Hälfte des Kampfes ist Kampf. Und was denkst du, was denken unsere Zuschauer? Stimmt ab. Wer stimmt, kriegt ein Splatfest-Shirt. Hier kommt das neue Update. Was gibt's Neues? Das letzte Update. Und natürlich die Arena. Gut, Leute, damit wissen wir, was das letzte Splatfest sein wird. Und ich habe es tatsächlich noch geschafft. Ihr könnt sogar die Arenen bestimmt. Und das, meine Freunde, ist wirklich das Krasseste. Ihr könnt die Arenen wirklich bestimmen. Wir haben ja hier unseren krassen Typ. Und es wird das letzte Splatfest sein. Ja, es ist traurig, aber es muss so sein. Ich finde leider schade, dass sie diesen Glitch jetzt nicht entfernt haben. Aber ich finde es auch cool. Aber Leute, keine Sorge. Wir stimmen natürlich ab. Und wir werden beim letzten Splatfest dabei sein. Zum Glück habe ich es geschafft. Und ich hoffe, ich bin dabei. Ich hoffe, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja schon weg, weil jetzt auch mal Ferien und ich habe gedacht, ich war dann schon weg. Aber ja, es hat sich herausgestellt, wahrscheinlich nicht. Deswegen kann ich noch dabei sein beim letzten Splatfest und dem zweiten Splatfest auf meinem Kanal, aber auch im letzten. Nun, falls ich dabei sein kann, wähle ich natürlich die Mone. Warum? Sie hat erstens gesagt, sie ist gelassen und so. Und außerdem finde ich sie besser. Und sieht auch irgendwie besser aus. Ich meine, guck mal hier so. Und sie so, jo. Deswegen nehme ich die Mone. Außerdem ist sie grün. Und grün ist besser als lila, pink. Okay, Leute. Heute spielen wir nicht mit einer besonderen Waffe. Und ja. Lass uns einfach loslegen, würde ich sagen. Wir spielen heute mit dem Wasabi-Klexer und wir spielen mal Rangkampf. Ich bin mal gespannt, ob hier wirklich jemand drin ist. Denn das ist wirklich interessant, 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 interessant. Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich lasse einfach die Ankündigung drin. Wen habt ihr gestimmt? Würde mich sau interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und seid ihr überhaupt da noch da? Oder seid ihr schon irgendwie im Urlaub oder so? Schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Ja, da habe ich früher Splatoon nicht angefangen zu Let's Playen. Ich hätte es schon machen sollen und hätte dann die Zeit auf Zelda vielleicht versüßt. Aber naja. Ich meine, man kann es ja nicht immer haben. Gut, los geht's, Leute. Da spielen wir auch so Rangkampf, hab ich vergessen. Wo ist der Turm? Wieder die perfekten ultimativen OP-Waffen hier. Die Ultimate OP-Waffen am Start. Ich warte. Mir rausgeschaltet. Okay. Willst du mich verarschen? Das ist ja ein krasser Weg. Du willst mir jetzt verraten, dass der uns beide ausgeschaltet hat. Alles klar.
schon wieder der Typ. Ich kann es einfach nicht lassen, und ich immer. Das ist wirklich so der Witz, weißt du? Krass. Krass, und natürlich ist der Sniper da hinten. Ist klar, als ob das der Sniper da hinten ist. Ist immer sehr klar, also. Wir haben verloren. Nee. Dumm gesichert. Dumm in Gegnerhand. Dumm gesichert. Dumm in Gegnerhand. Dann fahren wir auch natürlich dann vorbei. Ja, verkackt. Leute. Okay. Es ist klar gewesen, ne? Mir nichts ab. Ich werde ja mehr getötet, als irgendjemand zu töten. Wie zum Teufel können die so gut damit sein? Leute, weißt du, ich mache einfach ein Special. Ich nehme jetzt in den nächsten Kampf einen Sniper. Oh ja, einen Sniper. Zum erstmaligen Teil auf diesem Kanal. Eine Sniper in einem Modus. Pirankampf. Unglaublich, aber wahr, Leute. Und das trägt gerade ganz schlecht zu unserem Road to S-Bahn. Natürlich bin ich letzter. Ist klar, das weiß ich. Es kann auch nur sein, dass ich letzter bin. Aber. Warum zum Teufel war ich davor nicht letzter? Das hat mir niemand in die Kommentare geschrieben, warum du. Gut, Leute, wir nehmen einfach nicht einen Sniper. Wir lassen es einfach hierbei. Wo ich gesagt habe, dass ich einen Sniper nehme. Aber jetzt kann ich eh nicht mehr raus. Also Leute, beim nächsten Mal. Road to S. Schreibt in die Kommentare, ob ich eine Sniper nehmen soll. Ich habe gesagt, dass ich eine nehmen werde und das werde ich auch. Also schreibt in die Kommentare, ob ich eine Sniper wirklich nehmen soll. Stimmt am besten ab. Ich habe zwar keine Abstimmung, aber wenn das jetzt erscheinen könnte, ich weiß nicht, ob man das irgendwie einstellen muss oder so. Falls man es nicht einstellen muss, dann mache ich jetzt einfach eine Abstimmung. Also wenn man das nicht einstellen muss, dann erscheint jetzt irgendwo oben rechts, glaube ich, dieses I und da könnt ihr abstimmen, ob... Nee, ich glaube, das muss man locker einstellen. Und da könnt ihr halt mir sagen, abstimmen, ob ich mehr einen Sniper nehmen soll oder nicht. Könnt ihr mal. Der hätte mich gar nicht erledigen können, weil ich einfach viel zu weit weg stand, aber er hat mich halt mit dem Teil erledigt. Also er hat ja auch irgendwo hingeschossen, aber. Ne? Willst du mich verarschen? Schon wieder der mit den Tentakelkleckser! Immer der, immer her hält mich auf, Alter. Das reicht mir langsam. Warum ist der immer in dem Team? Schon wieder der! Was will er eigentlich hier? Der denkt sich bestimmt so. Oh, Digga. Alles klar. Alles klar. Genau. Genau. Und zerstör's auch noch. Okay, Leute, das war's. Nicht, denn ich habe ja eine Spezialität dabei. Ich habe mir gedacht, ich verlängere den Part und mache jetzt die Sniper-Challenge. Nennen Sie einfach Sniper-Challenge. Genau. So wird es ungefähr ablaufen. Ich habe 4 K.O.s, 5. 5 Leute habe ich getötet. Niemand meiner Teams hat jemals einen getötet.
ich bin tot. Oh Leute, jetzt werden wir eine Sniper einpacken. Anpassen. Sniper, so jetzt. Das Litz, der Witz sitzt da an ist. Ich habe gar keine Sniper. Ich habe eine Sniper. Klecks-Konzentrator. So. Nein. Wir machen jetzt etwas Krasses. Wir werden jetzt einfach switchen hier zum Waffenshop. Wir haben viel Geld. Nein. Warte, wir können ja auch mal ein bisschen durchgucken, ob wir hier was Cooles finden. So finden wir eine Gach. Nee. Katzenbaseballschuh. Nein. Nein, wir haben uns gesagt, wir kaufen etwas und das kaufen wir auch. Und ich guck mal, ob ich das Beste finde. Einmal ganz durch. Noch ganz. Okay, den können wir uns nicht tun, den Ziel konzentrieren. Oh, wir können uns den hören. Kaufen uns den. Und anlegen. So, jetzt haben wir den. Und jetzt kommt das Ultimate Battle. Und zwar, wir spielen Rangkampf Turmkommando. Was? Wir wissen nicht immer, das Beste ist mit einer Sniper. Und werden. Ich glaube, ich habe nie mit einer Sniper jemals in einem Match gespielt. Das wird jetzt die übelste Kacke. Jeder YouTuber hat mal irgendwann mit einer Sniper locker gespielt. Ich. Nie. Gar nicht. Ich bin natürlich der, der überhaupt nicht damit gespielt hat. Niemals. Was natürlich das einfach grandios ist, weißt du. So macht man wirklich sich froh. Wir werden verkacken, weil wir natürlich zwei Sniper im Team haben. Warum tut man uns bitte schon zwei Sniper im Team? Es war so klar, aber ich habe ihn tatsächlich getroffen. Der hat ja fast die Welt genommen. Also so wie ich. Aber okay. Cool. Warum zum Teufel schreiben die beiden cool? Was ist das denn bitte schön für eine Scheiße? Wo? Komm her, mein Freund. Alter, ich habe da gewusst, dass ich wieder verkacke, weil ich ja ein Sniper bin und noch nie gespielt habe mit einer Sniper. Warum sollte ich nicht verkacken? Sag mir eine Sache, warum ich nicht verkacken soll. Da. Jetzt. Okay, Leute. Okay. Ganz vorsichtig. Wir haben die schon gut. Warte. Mann, Leute. Alter, das ist der Maul. Was? Mann. Das ist wirklich ein
enormes, krasses Battle und wir haben verkackt. Sei denn, wir liefern uns jetzt noch den und jetzt nicht vor. Wir haben verloren. Krass. 3 Runden verkackt. Einfach nice. Gut, Leute, das war's. Das ultimative Battle mit einer Sniper. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wo dann wahrscheinlich auch Star Wars starten wird. Ja, Leute, nächste Woche startet Star Wars. Macht euch darauf gefasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Oh, ciao, Leute.